Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Hallöchen. Hallöchen. Grüß Gott. Coole Sache, der hatte Geld dabei. Ja. Alles klar, so Melle, dann okay, lass uns mal. Okay, wir leben, aber wir müssen hier weg. Geht nach Hause, radeln wir, in der Radelgruppe wir. Gut, das hat sich mal gereimt. Hui. Das klang ja fast schon professionell. Links rum. Ich hab geübt. So, der Wurzel ist uns schon weit voraus. Er hat's eilig. Ja, ich muss aufs Klo. Ist alles gut? Ach jo. Strider, ja. Guck mal zur Seite. Kann ich nicht, dann lenke ich ja gleich. Du bist gejumpt. Ach so. Ja, klar, ja. So. Eieiei. Immerhin leben wir noch. Ja, natürlich. Du, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Ich kam rein, da war schon nichts mehr da. Es war ziemlich wild. Ja, wildes Gehopse, Geschosse. Ja. Begonnen haben sie bei mir und dann kamt ihr. Bist ja heute ein richtiger Poet. Gell? Leerer Briefkasten. Ist ein Mist. Oh. Aber ich habe da noch eine Frage wegen diesen Händlern hier, ne? Da gibt's ja auch noch so einen Reiter, wo man das skillen kann mit Punkte. Ja. Hat sich da schon jemand bereit erklärt, das eigentlich zu machen? Damit man einen besseren Handel hat? Welcher war denn das? Das gucke ich zu Hause. Besser verhandeln. Schlitzohr. Hier unter Intelligenz. Ach, unter Intelligenz? Ja. Aber dann kann ich das ja machen, weil da habe ich sowieso schon fast volle Punkte bei Intelligenz. Ja, dann... Hau rein. Oh shit, ich hab mich verfahren, ich blöd. Nur geradeaus. So, ich bleib hier mal stehen, weil ich habe ja auch noch das Geld. Ja. Ja, nach der nächsten Blutmondnacht, da habe ich dann wieder ein paar Punkte, dann könnte ich da beim gut Schmelztiegel, wo ich auch nochmal gucken, was übrig bleibt. Was? Hä? Was? 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 Mich? Hä? Schatz, wo bist du? Ich wurde wegteleportiert. Ja, weil der noch nicht offen hat. Ich bin. Und wo bist du? Schatz? Ich bin am Händler schon vorbei. Hier vorne. Ach, da hinten. So, und jetzt hat er natürlich offen. Ja. Es war so typisch. Eine Sekunde bevor er aufmacht. Schmeiß dich noch raus, du bist zu früh. Ui. Oh, okay. Sie hat sich gerade vorgestellt als: Mein Name ist Jenny, aber du kannst mich auch Dr. Jen nennen. Oh oh. Oh oh. Das. Imp, was hast du mit ihr gemacht? Ich glaube, du warst zu oft da. Vielleicht sollte ich wieder gehen. Wieso hier in der Wildnis? Doch nicht schlecht, wenn du auch mal eine Frau hast hier. Was soll das jetzt heißen? Ich hab Wurzel und sein Fett. Das hält sich dazu. Oh, oh Gott. Okay, da widerspreche ich nur wirklich nicht. Zack. Ah, herrlich. Oh. So, was habe ich denn noch im Fahrrad drin? Gar nichts. Meins ist leer. Das ist schön. Ich sehe gerade, die Schneebären werden verkauft unter dem Reiter Wissenschaft. Können wir daraus dann vielleicht irgendwie eine Medizin machen? Nee, Schneebären haben wir ganz viele. Ja, aber können wir daraus Medizin machen, ist die Frage. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch gerade nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Habt ihr alle Helmlichter? Ich? Ja. Wurzel? Ja. Auch Platter. Ich könnte jetzt jemanden ärgern. Du willst wieder 10.000 von irgendwas? Nee, nicht euch ärgern diesmal.
Ich habe nämlich von dem Mario einen auf Arsch bekommen. Dieses alte Geld, das habe ich doch zu Papier umgewandelt. Ah, ja, habe ich auch gelesen. Ich könnte jetzt sagen, ja. Hey Mario, ich brauche Papier. Nein, ich doch nicht. Hätten wir die nicht umwandeln dürfen? Nein, weil die kannst du tatsächlich beim Händler zu richtig coolen Geld umwandeln. Das willst du mir gerade sagen, wir haben unser Geld verbrannt und verschossen? Ja, eigentlich schon. Habe ich aber auch nicht gewusst. Erst als Mario da kommentiert hatte, dann dachte ich, oh, das hat er doch noch wert. Wusste ich aber auch nicht. Naja, man wird schlau, ne? Okay. Gut, dass wir das besprochen haben. Das denke ich auch. Aber gut, dass ihr es auch nicht wusstet. Bin ich jetzt zufrieden. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ja, du denkst, ich habe mehr Ahnung als du? Kommt drauf an. Nein, eigentlich nicht. In manchen Sachen ja. In anderen nicht. Ja, wir gehen jetzt nicht weiter drauf ein. Das ist gut. Was ist jetzt besser, die Keule oder Baseballschläger? Ich glaube, Baseball war besser. Ich muss erstmal aufräumen. Ich habe überhaupt nirgends mehr Platz. So, ich packe in deine Truhe mal verrottetes Fleisch, habe ich noch bei mir, ne? Danke. Warte mal, habe ich zufällig noch Punkte? Ich habe 2 Punkte verfügbar. Moment. Aber nee, da müsste ich den Ingenieur vergessen. Dann kann ich wieder keinen Stahl machen. Ist auch doof. Also ich mache es mir nicht eh immer wieder zum Händler rennen. Nee, ich habe das dann sowieso. Ja, gerade auch in Intelligenz rein. Ja, aber Intelligenz ist bei mir schon, wegen der Robotik. Schon voll. Ich würde bis zur Blutmondnacht einmal warten und dann gucken, was ich da übrig habe. Okay. Weil um irgendwas muss ich mich ja auch kümmern. Ne? Ich kann ja nicht jedes Mal sagen, 10.000 davon, 10.000 davon, Wurzel, ich habe Hunger, Schatz, was macht deine Ernte? Ich glaube, ich brauche auch eine Aufgabe. Du meinst, du willst dich nicht bedienen lassen? Ein bisschen? Sehr nobel von dir. Gell? Sehr nobel. Ja, so bin ich halt. Ja, das ist halt, ne? Was kommt und geht und feucht und keucht. Warte mal, das nächste Set. Dip, dip, dip. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Etwas Wildfremdes ist bei uns. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ja, dieses Hallo. Ach so. Ach so. Jetzt habe ich den Wildfremden auch noch verscheucht. Oh nein. Verstehe ich jetzt trotzdem nicht. Stehen halt alle auf der Schlauch. Ja. Manche Sachen muss man nicht verstehen. Mhm. Kannst du eigentlich schon aus dem Blutbeutel Medikits machen, Schatzele? Wäre ich schon? Frag mich sowas nicht. Ich habe noch gar nicht geguckt. Okay, ich frage nicht. Bücher? Nee, was ist das? Doch. Ich weiß gerade gar nicht, wo mir der Kopf steht für lauter Arbeit. Bauplan. Ja, das ist hier, ne? Viel zu viel immer. Viel zu viel und doch nichts getan. Vor allem nach so einer Reise immer dieses Aussortieren hier. Ja. Das ist wahr. Da hörst du in jeder Ecke diese Tun. Schießpulver kam in die Munitionskiste mit rein, ne? Nee, die kannst du hier bei Chemietisch reinpacken. Genau. In die Kiste. Ach da, ja. Okay. Wenn ich sage, ich möchte gerne in Zukunft unsere Hauptbase mal so richtig absichern, damit Melle und Wurzel hier drin sicherer sind. Würdest du mir dafür Eisen bringen?
Nicht für mich. Ich finde es toll, wie du das jetzt so richtig drehst nach dem Motto, das ist nicht für mich, nein. Ja. Aber du könntest mir ja trotzdem 20 oder 50.000 besorgen. Warte mal, du kannst es dir... Aber es ist natürlich nicht du, für du kannst es nein. dir ausrechnen, warte mal. Wo habt ihr das Geld geparkt? In teures und Geld. Also ich brauche 4 geschmiedetes Eisen. In der kleinen Kammer. Mhm. 4 geschmiedetes ja. Eisen für was? Ja, für eine so eine Eisenstachelfalle. Und ich denke mal um die Base herum. So, weiß nicht, wie viel da passen. 500? Ich weiß es nicht. Vielleicht passen auch nur 100 hin. Da passt mehr hin. Passt mehr hin? Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Mensch, wieso da so? Ey, ich hätte noch einen Taschenbot für eine Rüstung, wenn den noch jemand braucht. Installiert euch die bitte. Okay. Also Geld. Sag mal, wo soll ich denn diese Goldrutenpflanze? Davon habe ich irgendwie was im Inventar hinlegen. Dann in die Truhe im Gartencenter. Genau. Okay. Ah, da, dieses Schnicketeil meinst du. Ah. Und einer von euch sollte sich auch noch den Totengräber-Mod greifen. Das wäre mir auch noch ganz recht, wenn ihr das tut. Jemand, der seine Schaufel noch nicht abgegradet hat. Bananen, ja, ey. Wow. Also wenn keiner hier schreit, dann mache ich es einfach. Genau. Es ist ja egal, wer es macht. Hauptsache, das liegt da nicht umsonst in der Kiste rum. Ja. Ich buddel nur nicht oft, ne? Also. Ich gar nicht. Ja gut, aber ich hab's ja schon. Ich brauch's also nicht. Ja. Also hilft's euch, wenn ihr es drauf macht. Ist nur gut, wenn ihr es auch habt. Ja, ja. Klar. Ich hab's immer reingepackt jetzt. Ach ja. Okay, so, perfekt. Das zerfetzen, zerfetzen. Okay, dann werde ich, glaube ich, in Zukunft mal mit dem Radl losradeln und mal versuchen, die Händler alle zu finden, wa? Wenn du. Ja, gut. Ich würde dir jetzt auch mein Moped einfach mal anbieten für so eine lange Tour. Oh, da sage ich nicht nein. Mit Shift kannst du minimal Gas geben. Oh, okay. Ich sag minimal. im Inventar vom Moped findest du Benzin. Okay. Nimm bitte hier hinter dir das Benzin auch noch mit und leg das mit dazu. Es ist vollgetankt. Strider, willst du einen Dietrich haben? Nee, davon habe ich 5 Stück dabei. Ich würde sie nehmen. Wo kommen die hin? Was? Ich würde sie nehmen. Ich habe 3 Stück und da habe ich immer welche im Inventar. Bitte schön. Coole Sache, ich danke dir. Mein Gott, das ist schon wieder ein Großeinkauf. Nur weniger rennen, also zu Hause muss man weniger rennen. Das stimmt. Ich habe mir jetzt irgendein Fahrrad genommen und fahre in meine Eisenmine. Weil irgendjemand hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht, hat gesagt, ich soll für irgendjemanden soll ich was... Eisen besorgen, irgend sowas. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, ich denke nur an unsere Mitmenschen, ne? Dass die Spinnen da nicht so reinlaufen. Ne? Haben wir noch Reparatursets? Ja, hier in Ingenieurkiste. Kurz auf K. Okay. Ja. Jetzt habe ich gerade meine Taschenmods vergessen. Kannst du dir? Welche hergestellt? Ja, ich habe mir eine genommen. War das verkehrt? Nee, ist okay. Kannst du ruhig machen. Okay. Die sind ja zum Nutzen gemacht. Okay, gut. Dann bin ich ja beruhigt. Ich nehme das Geld mal mit. Ich wollte nur nicht mehr Nähsets verbrauchen, weil sonst könnte ich noch mehr davon machen. Ach so, nee. Soll das für die ja nicht herstellen? Wir haben nur noch. Ja gut, wir haben noch 5 Nähsets. Ist das okay? Hm. Wie viel brauchst du denn? Ja, nur für tiefe Wunden braucht man eins. Ey, aber wie viel brauchst du? Ja, dann keine mehr. 5 würde ich da lassen. Ach so, ja, das reicht. Das reicht doch locker.
Okay, dann mache ich uns noch mehr Sets. Wird zur Fertigung von Verbandskästen verwendet. Deine Moped, okay. Verbandskästen. Ich glaube, dann klappe ich jetzt erstmal. Ich würde mal sagen, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, in jedem Biom wird mindestens ein Händler sein. Und Grasland haben wir. Dann fahre ich jetzt mal hoch. Schnee. Ich drück dir die Daumen. Wenn du im Schnee bist, nimm dir was Warmes zum Anziehen mit. Also für den Verbandskasten brauche ich auch Nähset, habe ich gerade gesehen. Okay. Wieder da. Wölbe. Baby. Ach Quatsch. Gärungsalkohol habe ich doch auch schon irgendwo gesehen. Medizinkiste. Nee. Da haben wir es eigentlich abgelegt. Das ist kein Gärung. Gärungsalkohol. Ich glaube in der Mitte, ne? Bei dir. Ist hier bei mir in der großen fetten Truhe drin. Danke. Wie steht's um Kartoffeln? Keine Ahnung. Ich bin heimgekommen, außer ausgeräumt okay. Und guck gerade nach Verbandskästen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss erst nachher noch hoch. Okay. Taschenmods findet ihr in der Werkzeugkiste. 3 Stück. Nehmt euch die bitte. Ich brauche keine mehr. Wurzel du auch, bevor du irgendwo hinradelst. Dann kannst du nochmal. Das schaltet dir Inventarslots frei. Okay. Kannst du mehr mitschleppen, ohne überladen zu werden. Okay. Verbandskästen werden gemacht. Jetzt den ganzen Klumpatsch wieder aufräumen. Stimmt, und jetzt werde ich mich demnächst mal ransetzen. Wir haben ja diese Bleibatterien endlich. Dass ich mal vernünftige Motorräder mache. Weil die kann ich. Das heißt hier vernünftig. Das ist doch super. Ja, das ist ja ein super Moped. Hast du was gegen mein Hühnchen-Moped? Nein, deswegen habe ich es dir ja auch gebaut. Weil ich dich. Finde ich gut. Weil ich dich lieb habe, mein Junge. Du bist der Beste. Allerbesteste. Schießpulver kommt immer noch zu Munition, ne? Nee, Chemiekiste. Okay, warte. Achso, Chemie. Ich hab nachgeguckt. Ja. Das war klar. Ja, musste natürlich sein. Jetzt, ich hatte es natürlich vergessen, weil ich arbeite ja mit Chemikern. Es ist wirklich nicht sondern ich hatte recht. Chemiker. Die Männer hatte recht. Chemie. Okay. Aber stand auch noch ganz groß dabei, alles wird akzeptiert und ist richtig. Man weiß, was und das gemein. Fand ich so ein bisschen langweilig und so nach dem Motto, ach komm, ihr habt keine ihr wollt keine Stellung dazu beziehen, ihr seid Weicheier. Was habe ich denn da? Eisenspitzhacke, ach so. So, ich gehe jetzt aufs Dach. Ich hoffe, da darf ich schön bleiben. Schauen wir mal. Ich erlaube es dir. Ich nehme jetzt mal die unterste Stufe weg, also, ne? Von der Leiter? Mhm. Ja. Nimm die unteren 2 weg. Aber die hängt doch schon so weit. Und oben. Die geht ja schon gar nicht bis zum Boden. Achso, okay. Glaube ich. So halt, dass 2 fehlen. Ihr guckt nachher einfach. Wie war das noch mit dem Eisen? 4 Stück für einen Stachel. 4 geschmiedetes Eisen, ja. Also heißt 40 Eisen für eine Stachel eigentlich. Ich habe ein Problem, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ah, doch. Nee, doch. Bisschen ranspringen. Einfach anspringen. Ja. Ja. Hast du eine, was ich tue? Ist da noch diese komische, dieses komische Gitter dran, das dich blockiert? Mhm. Mach ja, dann schlag das unterste ab. Ja. Jetzt habe ich noch einen Taschenmod im Inventar, den ich nicht verbraucht habe. So ein Mist. Also ich habe auch noch mal einen Taschenmod.
Machst du das bei mir wieder dran? Also nur, wenn du Zeit hast oder Langeweile. Er muss nur gucken, wenn du Kleidung hast, du hast doch diese Militärkleidung. Diesen Kampfanzug? Ja. Ausziehen, dann verändern und dann den Taschenmod reinziehen. Das müsste dann schon grün blinken in deinem Inventar. Will ich nachher, wenn ich das Ding weggemacht habe. Strider? Yep. Hast du eine Zigarre im Mund? Nö. Ich habe doch zwei Stück gefunden gehabt. Okay. Die erhöhen das. Warte noch, muss noch mal gucken. Hier, Stärke plus 1 und Handeln 10% besser. Oh ja, dann nehme ich natürlich eine. Ganz klar. Das ist Erntezeit. Da hat mir gerade wieder eingefallen, da war ja noch was. Schlumm, 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 schlumm. Das dauert schon ein bisschen, ne? Wenn man hier so die Karte abfährt. Ja. Aber du hast wahrscheinlich schon ganz schön viel offen, ne? Es geht eigentlich tatsächlich nicht mal so viel. Hier, ich glaube, hier ist irgendwo einer. Ach, so viel habe ich noch gar nicht. Da, wo du gerade bist, da war ich aber schon. Ich komme, Wurzel. Ich war nur nicht noch weiter im Norden, weil es zu kalt war. Ich hatte nicht die richtigen Kleidung dazu. Ich glaube, rechts rum. Jetzt hänge ich hier. Oh, ich habe hier Hunger. Moment. Erstmal absteigen. Also auf einem Moped kann ich nichts essen. Oh, Scheiße. Was kannst du auf dem Moped? Nichts essen. Nee, das habe ich auch noch nicht gelernt. Immer hast du schon? Ja. War eine Schreierin, aber die hat nicht geschrien. War schnell genug diesmal. Oh Gott. Oh, hat's doch auch funktioniert. Wieso komme ich jetzt da nicht? Das ist nochmal 40 Eisen für einen Stachel. Das sind 400 Eisen für 10 Stachel. Ups. 4000 Eisen für 100 Stachel. Und 40.000 für 1000 Stachel. Ui. Hört sich ja echt viel oder, an. Oder 8000 für 200 Stachel. Okay. Gute Frage. Also zwischen 4 und 8000. 8000 habe ich jetzt schon, dann würde ich sagen, dass ich jetzt wieder heimkomme. Okay. Denke ich, ist die Menge in Ordnung. Wenn meine Kopfrechnung stimmt. Basierend auf den Daten, die du mir gegeben hast. Mhm. Also im besten Fall ist es deine Schuld, im schlimmsten Fall warst du's. Kein Problem. Nimm's auf meine Kappe. Sehr gut. Scheiße. Kannst damit leben, gell? Ja. Ich kann super damit leben. Oh, stimmt, ich wollte noch gucken, ob die Händlerin noch eine Quest für mich hat. Alles ist reif, nur die Kartoffeln nicht. Oh, ausgerechnet. Ich gucke, ob die was hat. Aber sie hatte letztes Mal keine Kartoffeln. Nee, wenn natürlich ja eh für. Die sind ja eh für Mellerin zum Anbauen. Ja gut, aber je mehr, desto schneller. Nee, keine Kartoffeln. Ah. Was haben wir denn hier? Ist irgendwas in der Nähe? Abholen in 200 Metern. Das nehmen wir. Ah, das war die Mission, die ich schon mal gemacht habe und die da einfach fehlgeschlagen ist, weil ich die falschen Vorräte mitgebracht hatte anscheinend. Okay. Okay. Probieren wir das nochmal.
Ich hatte Vorräte gefunden in so einem Eck. Das war versteckt im Haus. Und da habe ich gedacht, hey, ich habe die Aufgabe erfüllt und bin zur Händlerin geradelt. Und dann waren das aber die falschen Vorräte. Das war blöd. Ja, und dann kam sofort abgebrochen. Schatz, sie sagt, nee, Moment, ist falsch. Könntest du mir die Eier mitbringen? Ja. Sie ist komisch in der Hinsicht. Aber ich habe gerade festgestellt, das, ich bin für den Winter gut gekleidet. Ich friere kein Stück hier. Ja? Ja. Alles ist gut. Perfekt. Ich habe die besten Klamotten für den Winter. Kurze Frage, soll ich... Ich weiß ja, dass wenn ich die Quest starte, das Haus resettet wird. Wenn ich das jetzt erst durchsuche und dann nochmal durchsuche. Ja. Werden ja auch die, ich nenne es jetzt mal Inhaltsstoffe, wieder resettet, oder? Ja, richtig. Das hatte ich bei der einen Mission auch gehabt in der Wüste. Da habe ich aus Versehen vorher geklärt. Und dann beim Annehmen war komplett alles wieder neu da. Aus Versehen? Ja. Mais hat es geerntet, Mella? Ja. Jede Menge bestimmt, nehme ich an. Ja. Ja. Muss ich gucken, was ich von dem Supermais. Den kann man eh nicht verkochen. Okay. Also den Supermais, den könnt ihr quasi direkt essen. Ah. Schade. Kann man da auch nichts. Kleben nee. Kann man auch draus machen, oder? Ja, oder das weiß ich nicht. Also verkochen kann man auf jeden Fall nicht. Dann brauche ich davon nicht so viel machen, oder? Doch, Kleber kann man draus machen. Dann mache ich doch. Setze ich doch ein paar an. Da müssen wir auch keine Knochen mehr kochen für Kletierer. Ja, aber dann brauchst du auch kein weiteres. Ja, aber dann brauchst du auch kein Beet damit voll machen, wenn wir es eh nicht nutzen können, oder? Ja, doch, für Kleber, dann kann ich die Knochen haben. Brauchst du die zum Kochen? Ah, man weiß ja nie, wa? Für Suppen, oder? Ja, für die guten Sachen. Mhm. Guten Zombie-Kleber. Okay. Klingt bekloppt, ist aber so. Wie war das nochmal? Teilen eines Wegpunktes? Erstmal erstellen und dann musst du auf deine Wegpunkt pingen. Ja. Und dann rechts ist Wegpunkt teilen, da sind so 5 Männchen. Suchst dir einen aus und dann klickst du auf Wegpunkt teilen. Ach da, ah. Okay, habe ich. Weil ich habe nämlich einen Händler gefunden. Okay, wo ist denn der? Der ist im Schneebiom. Gar nicht weit von uns eigentlich. Ach komm, Melle? Ich war wirklich nur 100 Meter entfernt Was? Davon. Wie viel Maiskolben hast du im Inventar? 119. Alles klar. Krieg ich die alle? Ja. Gut. Ein Bier bitte. So. Ich war wirklich nur 100 Meter entfernt von dem Händler. Ja, das glaube ich dir. Das ist frustrierend. So, ich weiß, Kartoffeln soll ich Ausschau halten. Hast du überhaupt Geld dabei? Ja, ich habe alles mitgenommen. War eine ganz blöde Frage. Ja. Den Fehler habe ich auch schon gemacht. Das stimmt, das ist mir auch schon passiert. Der glückliche Sammlerband 4. Alles mitnehmen. Ja, wenn den schon alle gelesen haben. Weil das kostet halt immer 1000, ne? Ich bin ja kurz nachgucken, einfach in unseren Fertigkeiten und Büchern. Bauplan Magnum. Ach, den habe ich schon. Ach so, nee, warte mal, bei mir ist es noch zugeklappt da. Also den könnte ich auf jeden Fall auch selbst lesen zur Not. Ja, also. Stirb, Specki, stirb. Boah, 17 Beete kriege ich jetzt auch raus von dem Zeug, was ihr... Wenn du, gesammelt habt. Wenn, geil. Wenn du das alte Fleisch da, dieses Verrottene, nicht mehr brauchst, nehme ich das. Okay, aber das dauert noch ein bisschen. Also wenn, aber ja. Lege ich dir mal die Sachen da rein. Ich habe Rezept für ein Kürbisbrot gefunden. Das ist gut. Nee, habe ich schon, kenne ich schon. Hm. Ja, kannst du schon? Ja, ja. Dann kriegst du das Strider, der wollte ja auch sich so halb um Essen kümmern. Wenn mal Not am Mann ist. Ja, aber momentan das wurzelt alles super im Griff. Ist ja auch unser Superkoch. Ja, und im Moment haben wir auch so gut vorproduziert eigentlich, dass es, glaube ich, nicht passiert. Hat noch jemand Natriumpulver? Nein, aber ich hätte eine Mine. Wenn du willst, dann gehe ich auch für dich mal in eine Mine. Also,
Wenn du Zeit hast. Wie viel? Nee. Mach mal 100 Stück und fertig. Also momentan. Das ist ja nichts. Ja, wenn ich gehe, dann gleich für 10.000. Ach so, wenn du Lust hast. Nee, weil ich habe noch ein bisschen verrottendes Fleisch, habe aber kein Natriumpulver mehr. Das ist das Einzigste. Gut, aber wir sind aber... Das ist aber nicht nett. Was dann? Ach, nee, ich habe eine Notiz gefunden und die fängt an mit "Hör zu, du Arsch". Oh. Wie nett. Oh, ich hab einen Blaseball gefunden. Ja, aber den haben wir ja schon. Hä? Wir brauchen den Schmelztiegel. Wieso haben wir... Ist der schon drin? Schreierin. Ja. Weiß ich nicht, ich muss erst gucken, wo die steckt. Schnief. Aber unsere Folge ist vorbei. Ja. Mein Lob. Okay, gut. Dann ja. Bis morgen. Oh, hast du mich gerade erschreckt, Wurzel? Tschüss. Ich mach die Tür auf und in dem Moment huscht an mir was vorbei. Dachte, ich hätte fast draufgehauen auf dich.